Hallo, Herr Professor Mishai. Hallo. Lieber Herr Joe Bausch. Ja, wir befinden uns hier vor einem überlebensgroßen Modell unseres Auges, des wichtigsten Sinnesorganes, wie ich jedenfalls finde. Und ich überlege mir gerade, wäre es nicht schön für Sie, wenn Sie während Ihrer Behandlungen in der Klinik, in der Dardenner Augenklinik in Bonn-Bad Godesberg, auch Verhältnisse vorfinden würden, die dem hier entsprechen würden. Es wäre vielleicht leichter zu arbeiten. Das wäre schon gut. Das Auge ist ja 2,5 Zentimeter lang und 7 Gramm schwer. Aber die moderne Bildgebung erlaubt uns sogar bei den kleinsten Details auch zu erkennen, wo Veränderungen da sind. In Bereichen, die vielleicht nur 1 Quadratmillimeter groß sind im Auge. So ein Quadratmillimeter klingt nicht gerade nach einer medizinischen Katastrophe, wenn da was kaputt geht. Das kann aber schon zu einer Katastrophe werden, wenn dieser Quadratmillimeter eben der wichtigste Bereich im Auge ist, nämlich in der Mitte der Netzhaut, ein Bereich, den wir Makula nennen. Und wo finden wir den? Er ist in der Mitte der Netzhaut. Wenn Sie hier außen rumgehen, zeige ich Ihnen das. Genau hier, in der Mitte der Netzhaut, da ist die Makula, die Stelle des schärfsten Sehens. Da sind die Sinneszellen besonders dicht aneinander und sorgen dafür, dass wir Details erkennen können. Sie sorgen dafür, dass die Sehschärfe da ist. Das will heißen, wenn an diesen 2% der Netzhaut geringste Veränderungen stattfinden, es ist völlig egal, dass 98% der Netzhaut und das ganze übrige Auge völlig intakt ist, dann haben wir ein Problem. Tatsächlich, die Sehkraft, die Sehschärfe wird in diesen kleinen Bereich, in der Makula bestimmt, und wenn dort Veränderungen da sind, Veränderungen, die durch Stoffwechsel bedingt sind oder durch altersbedingte Veränderungen, dann führt es tatsächlich zu einer Sehverschlechterung. Was sind die Ursachen für diese Erkrankung? Was sind die Ursachen dafür, dass man da plötzlich anfängt, schlechter zu sehen? Zum einen, das werden wir alle zum Glück, das Alter werden. Das Alter, ich wusste es. Das Alter ist an allem schuld. Also man kann dieser Erkrankung also nicht aus dem Wege gehen. Je älter man wird, desto sicherer bekommt man diese Erkrankung. Tatsächlich, denn selbst im Namen steckt Alter drin. Die altersbedingte Makuladegeneration, ja. Also eine Veränderung im Bereich der Makula, die mit dem Alter tatsächlich assoziiert ist, heißt nicht, dass jeder, der alt wird, diese Erkrankung bekommt. Heißt aber, dass viele von uns, in Mitteleuropa jeden Dritten, wird es treffen, wird diese Makuladegeneration bekommen. Es gibt aber auch andere Faktoren, die dazu beitragen können. Gewisse Giftstoffe, die wir zu uns führen. Ich weiß, was kommt. Natürlich das Rauchen. Natürlich, das Rauchen ist an vielem schuld. Ja. Und man weiß, dass sie auch zu Makuladegeneration beiträgt. Die altersbedingte Makuladegeneration galt ja bis vor einiger Zeit noch als eigentlich nicht behandelbar. Ja, sie war auch nicht behandelbar. Früher hieß die Krankheit Altersblindheit, war sozusagen ganz schicksalhaft, nicht zu verhindern. Aber mittlerweile können wir gegen die aggressivere Form der Makuladegeneration, der sogenannten feuchten Makuladegeneration, schon etwas tun. Wir haben bei der feuchten Form der Makuladegeneration kommt es zu Einspritzen von Gefäßen, Neubildung von Gefäßen, die krankhaft verändert sind und Flüssigkeit absondern, Blut. Es kommt zu Blutungen dort und das führt eben zu einer rapiden Verschlechterung der Sehschärfe. Und gegen diese aggressive Form der Makuladegeneration, gegen die können wir jetzt was tun. Also gegen die schlimmste Form können Sie was tun. Woran merkt jemand, dass er eine altersbedingte Makuladegeneration hat? Bei der Makuladegeneration kommt es zu einem Verlust an Sehschärfe. Also das Umgebungsbild ist in Ordnung, nur die Mitte. Die ist unscharf, das Lesen fällt schwieriger und bei der feuchten Form, bei der aggressiven Form kommt es zu einem schnelleren Verlust der Sehkraft. Innerhalb von wenigen Wochen kann die Sehkraft nachlassen und es kommt zu Bildverzerrungen. Der Patient sieht gerade Linien wellig. Okay. Also wenn man Verzerrungen sieht, sollte man ganz schnell zum Augenarzt gehen. Das wäre ein klassisches Zeichen, klassisches Symptom einer Veränderung im Bereich der Makula und da ist das Aufsuchen des Augenarztes sehr ratsam. Und was machen Sie? Was machen Sie? Genau. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wir haben, also die Wissenschaftler haben einen Botenstoff entdeckt, der tatsächlich die Makuladegeneration, die feuchte Form triggert. Ja. Diesen Botenstoff trägt den Namen VEGF. Und dieser Botenstoff sorgt dafür, dass diese krankhaften Gefäße im Bereich der Makula entstehen, Gefäße, aus denen Flüssigkeit
heraustritt. Und diesen Botenstoff können wir mit Medikamenten hemmen. Das heißt, wir haben eine medikamentöse Therapie der feuchten Makuladegeneration. Also, mit medikamentös hemmen heißt ja, Krankheitsprozesse aufhalten oder verzögern. Bedeutet, dass man Medikamente nimmt? Genau. Tabletten? Nein, mit Tabletten geht es nicht. Es sind Medikamente, die an Ort des Geschehens gebracht werden müssen, tatsächlich in das Auge hinein, in der Nähe der Makula. Und die werden tatsächlich in das Auge injiziert, in Form von einer feinen, kleinen Spritze. Natürlich. Und die setzen Sie wo an? Wo setzen Sie die Spritze an? Die Spritze setzen wir etwa 3 mm von der Hornhaut entfernt, in diesem Bereich, ja. Das heißt im Bereich der Lederhaut an. Wir betäuben natürlich das Auge vorher, ja. Damit es nicht schmerzhaft ist. Der Patient spürt nur einen kleinen Peak sozusagen. Okay. Und dann wird das Medikament in das Auge hinein injiziert, verteilt sich im Glaskörper, okay. Kommt auch im Bereich der Makula an, hemmt diesen Botenstoff und dann geht eben das Ödem zurück, die Flüssigkeitsansammlung geht zurück, die Sehschärfe kann stabilisiert werden und in vielen Fällen auch verbessert werden. Das heißt, also diese Therapie bedeutet für Menschen, die davon betroffen sind, einen großen Vorteil im Hinblick auf Mobilität, Freizeitaktivitäten im Alter, was alles nicht mehr möglich wäre, wenn man es nicht behandeln könnte. Genau, die bedeutet einen Vorteil, insbesondere wenn die Therapie konsequent fortgesetzt wird. Wir wissen, mit einer Injektion ist es nicht getan, mit dreien ist es auch nicht getan. Es ist eine chronische Krankheit, die man auch wahrscheinlich dauerhaft behandeln muss. Wenn man aber konsequent mit der Therapie dabei ist, hat man die Möglichkeit, im Alltag gut und aktiv zu sehen und vor allem Qualitätsprodukte im Fernsehen mitverfolgen können. Es ist gut, dass Sie dafür sorgen, Professor Michal, dass die Menschen nicht weiter scharf sehen können, auch im hohen Alter.